zwei parallel hinten, sollten eigentlich hinten an der Telefonzelle sein. Bismarck ist Suppe. Werde eine Sportzigarette. Dann hast du Hand in der Blutbahn. Dann kannst du rappen wie ein Wu-Tang. Der erste Drehtag ist vorbei. Es ist jetzt kurz nach 5:30. Wir sind hier mitten in Chinatown in Bangkok. Und es sind ungefähr 39 Grad. Den ganzen Tag weichende Sonne. Ich schwitze wie verrückt. Bin froh, dass ich gleich nachher in den Pool kann. Sind, dann machen wir sozusagen wie, wenn die Stewardessen die Gäste empfangen. Mhm. Das können wir so. Alle. Und Action! Yeah, und einweisen, zeig dir den Weg. Zum Fischmob-Videodreh kam ich, weil ich die Fischmobs gut finde und Hausmarke hier von Kotze gefragt worden ist, ob er nicht Lust hätte, auch eventuell ein kleines Ströfchen zu ihrem neuen All-Star-Stück zu schreiben. Und das erfuhr ich dann von Hausmarke. Geil! We need the bus. Leck dich, immer wie ich versick dich. Um die Welt fliegt, braucht mein Gepäck nicht. Nimm mir die gegen Schreck dich, denn es wär kläglich. Gestern noch im Rolls Royce, heute in der Scheiße. Hallo, hier eine Wechselspezialität der thailändischen Küche, süße Wurst. Die Wurst ist tatsächlich süß, schmeckt wunderbar, ist leicht verdaulich und hilft, die Hitze besser zu ertragen. Zu scharf, alles meins zu scharf. Zu scharf für einen Mitteleuropäer, guten, sagen wir mal, guten Mutter ist. Unsere Preisfrage heute: Was sind Rosellen? Ich würde es sehr gerne wissen, weil ich es gerade eingenommen habe. Und schreibt uns, schickt uns Faxe. Schickt uns Faxe, sendet uns Zusendung. Geil. Und dann könnt ihr schickt uns ein Sixpack Faxe. Was ist eine Rosende? Ich hab's noch nie gehört. Rosende. Es schmeckt trotzdem, sieht halt nur scheiße aus, aber es ist sehr lecker. Wir sind heute emotionsmäßig schwer zu stoppen. Wir sind das Fischmob-Torpedo-Kreuzer-Team. Wir haben 16 Stunden durchgeschlafen und brennen jetzt, die Aktivitäten des Tages irgendwie sinnvoll nutzen zu können. Wir sind ganz wilde Boys, sag ich mal. Wie der Thailänder sagen würde, wir haben Malaria-Mücken im Arsch. Ja, meine Damen und Herren, wir stehen hier gerade bei der Performance-Probe von Dennisy, eine aufstrebende junge Tanz- und Gesangsgruppe aus dem Großraum Stuttgart. Sie sind vom Alkohol weg, von den Drogen weg, hatten einen erfolgreichen Aufenthalt in der Betty Ford Klinik und sie sind wieder fit und das sieht so aus. Wir gucken einfach mal kurz rein. Wie sagt man so schön, drei heiße Kätzchen auf dem heißen Blechdach. Uns gefällt es hier sehr gut, wie man sieht. Komm rüber, ganz ruhig, und lauf die Spiele nach hinten.
ganz nah, sag mal, wenn ihr schon in die Kamera ruhig richtig voll rein, aber das darf nur ganz kurz sein. Hier von hier gibt's genug Kraft. Erst ein Stück Yogurt nachgedacht. Packt eure Koffer, dann stammt Leute die Coach. Hi, ich bin das Mo. Komm noch rein, setz dich hin, nimm mich zurück und lass dich nicht sterben. Ich pack ein bisschen ein. Hi, ich bin das Mo. Komm noch rein, setz dich hin, nimm mich zurück und lass dich nicht sterben. Ich mach ein bisschen ein. So geben wir die Augen. Sehr gut. Ein Poland, die CR 5000, 18 Sterne und 2 Rhythmen. Gibt den Groove, schockt. Also am leckersten schmeckt das natürlich mit Sonnencreme. Bisschen Schuss Sahne rein. So. Und ja, wir haben viel mit Krankheiten rumexperimentiert. Wir haben Malaria-Tabletten vorher genommen, die wir abgesetzt haben jetzt kollektiv. Werden jetzt in ein Mückenzoo gehen gleich noch, wenn wir mit dem Dreh fertig sind. Sind wir gut im Zeitplan oder? Stimmt gar nicht. Naja, sagen wir so ungefähr. Wir sind anderthalb Tage vor Ende des Videos. Es ist heute Dienstag und Donnerstag fliegen wir zurück. Also Mittwochabend müssen wir fertig sein mit dem ganzen Dreh. Meinst du, wir schaffen das? Nee, sagen wir mal weiter. Meinst du, wir schaffen das oder gibt es Probleme? Müssen wir uns beeilen? Müssen wir morgen auch wieder um 5 aufstehen? Ja. Ich kann nicht mehr. Wir müssen uns höllisch beeilen und aufstehen. Morgen wird die Hölle. Das ist echt heiß. Nach Phuket, wie lange ist das dann noch? Nach Phuket? Ja. 600 Kilometer oder so. Was ist 11,8 Zentimeter lang und gehört zu Kotze? Was hast du dir für Dendemann gedacht? Da werden wir was mit Tieren machen. Ich werde mir irgendein Tier aussuchen. Und Dendemann muss was mit Tieren machen. Was ist weich, 5,3 cm lang und gehört zu Kotze? Du sagst es mir gleich. Das da oder was? Das ist, muss man sagen, das ist Christian. Ein sehr netter Kollege, den wir auch kennengelernt haben, Bad Teilbach. Und er bringt ab und zu mal baut einfach so einen Quatsch ein, so einen Spruch. Das mag ich ganz gerne an ihm. Einfach mal so ein Spinnkram da einfach einbauen. Das ist nicht gut. Ja. Und die Stiebers, die werden jetzt gleich ihre Strophe performen? Genau. Was hast du dir da vorgestellt? Also die Stiebers müssten irgendwie so ein, wie Rambo aus dem Wasser rauskommt, so müssen die beide synchron rauskommen. Ja. Und wir performen so in einem stehenden Gewässer. Ich hab Bock auf dicke Algen, zwischen den Zähnen, zwischen den Haaren, überall. Weißt du, was ich meine? Und genau das kriegen wir. Rambo im Wasser mit dem Gaze in der Hand und alle ab. Ich glaube, das ist auch eine gute Besetzung da. Wenn ihr geschieht, Terror-Zwillinge aus Heidelberg, die wir alle lieben gelernt haben. Leck mich, Michi Beck trägt mich, schätzt mich. Und da haben wir Michi Beck, der sein Gepäck nicht trägt, wie wir gleich noch sehen werden im Video. Ach, guck dir das mal an, was aus dem Michi geworden ist. Richtig ist das versuchen, hier ein gutes Video an den Start zu bringen. Ein bisschen Pass 3 zu kicken und hoffen auch, dass es gesendet wird. Also es ist ja oft so, dass man Videos dreht, die dann irgendwie dummerweise unter den Tisch fallen. Aber ich hoffe, dass wir mit dem Video ganz gute Chancen haben werden. Besser gesagt, Fischmob. Wir machen das ja alles für ein Ding, für Fischmob. Und die Stiebers, die werden jetzt gleich ihre Strophe performen? Genau. Was hast du dir da vorgestellt? Also die Stiebers müssten irgendwie so ein wie Rambo aus dem Wasser rauskommen. So müssen die beide synchron rauskommen. Ja. Und wir performen so in einem stehenden Gewässer.
ist ganz schön gefährlich, dieses Gewässer. Da vorne liegen übrigens Gedärme rum. Komm von hier rein, Jungs. Von da aus rein. Gedärme liegen da. Wo ist die Kamera? Ja. Bei den anderen, die Angst wollen, der auch so. Ja. Ich denke, ich bin auch ganz gut. Toll, ich bin gespannt, wie er das überzeugt. Ich komme aus dem Sofa, weil ich gleich losfahre. Was mag ich ein, was nicht schlimm? Ich brauch nur mit 3 auf 5 Feet, um mein Ass in die Ticket, denn ich fahr mit lecker Mann am Lecker lang. Freu dem Abteil am Style, damit ich später besser rappen kann. Und auch bei Zeit im Abfassladen, auch mein Koffer und die Crew im Pass sicher. Ist es wert, für Fischmob ins Wasser zu gehen? Auf jeden Fall ist es wert. Wir wollen ja ein gutes Video haben. Und es macht auch Spaß irgendwie, weil das ist immer, was deine Mutter dir verboten hat. Das Beste am Videoclip war gestern, als Kotze, Cosmic und ich mit thailändischen Kindern in Wasser gebadet haben. So einem Fluss, da lag so ein totes Rind im Wasser. Und wir Menschen, da kann man bestimmt gut drin baden. Dort haben wir gebadet mit 15 kleinen Thai-Kindern, die uns an die helle Haut fassten, sich wunderten und uns spielten. Das war wie ein Paradies. Das Beste vom Besten. Wir sehen hier das typische thailändische Erdbeerfeld. Sven ist gerade los, Erdbeeren pflücken. Ein Hobby von ihm, er ist passionierter Erdbeerpflücker. Und deswegen haben wir kurz angehalten, hier einen kleinen Stopp gemacht auf dem Weg Richtung Phuket, wo wir dann am Strand noch ein bisschen planschen wollen, wenn wir das schaffen. Aber jetzt, wie gesagt, werden hier erstmal Erdbeeren gepflückt. Das ist eine ganz ungewöhnliche Methode, die hier in Thailand angesagt ist. Und um hier überhaupt die Erlaubnis zu bekommen, Erdbeeren pflücken zu dürfen, muss man passionierter Karatekämpfer sein. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir Sven mitgenommen haben, weil er halt dadurch sehr into the stuff ist, also deep into the material, also er ist mit der Materie vertraut, sag ich mal. Isn't it? And Harmony, Schocken ohne was im Magen. Ich bin rar und bei Sparung gelaufen, um Nahrung zu kaufen. Wollt was Gesundes haben, also mir reich. Mit Brode ohne Tierleichen und dergleichen. Die Kultur vor Täuschungstasche mit Kleinkram drin. Nur meine Stoffgiraffe, als ich einsam bin. Und mein Geld stecke ich mich hier ins Gepäck. Toll, ne? Ich bin gespannt, wie er das über den Zoll kriegt. Ich mein Samson, ein Koffer auf mein Sofa. Wir sind immer noch unterwegs im Bus. Wir haben heute Nacht extrem auf dem Holzfußboden mit Rüttelschlaf hingemacht. Das ist sehr gut für die Rückenstrukturen. Jetzt gehen wir hier gerade Serpentinmäßig ab, um uns locker zu machen ein bisschen. Schütteln wir uns durch die thailändischen Serpentinstraßen, kacheln wir wie die Wahnsinnigen und gehen gleich wunderschön herrlich planschen am Strand. Zum ersten Mal seit 10 Tagen haben wir das Wasser gesehen. Wir dachten bis jetzt, dass Thailand ein Binnenland sei. Man hat uns erzählt, dass Thailand sowohl am Pazifischen Ozean als auch am Indischen Ozean liegt. Wir hielten es für Propaganda des fremden Verkehrsvereins. Und hier sehen wir, es ist tatsächlich Wasser in Thailand, also sogar mehr Wasser. Und heute Abend haben wir geplant, alle zusammen lange aufzubleiben und Fernsehen zu gucken. Sachen, die in Deutschland nicht möglich wären. Wir wollen mal richtig über die Stränge schlagen, mal richtig 5 Grad sein lassen. Da liegt die thailändische Kriegsflotte. Ist hier in Friedenszeit ein bisschen stillgelegt worden. Und es sind keine Menschen am Strand, das ist doch geil. Das ist doch der Hammer. Da gehen wir jetzt nachher hin und drehen. Jetzt stehe ich hier in Phuket in Thailand und mir läuft der Schweiß runter von der fetten Sonne. Zurück aus den Nähen. Es geht ab wie Ladies zu LL Cool J. Let the music play. Was ist im Koffer von Cosmic? Schnorchen, Flossen, Taucherpille. Und die Vitamine für Raucherpille. Nivea gegen trockene Haut und Slayer-Tape für die rockende Braut, die ich in Fernländern kennenlernen kann. Ich bin am Ende, Mann, und hier kommt Ende, Mann. Und jetzt kommt der Typ, chauvinistischer Land. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber es muss wohl so sein. Das ätzendste am Videodreh war zweifellos der Versuch, mit Dendemann einen Dreh am Affentempel zu bekommen. Am Affentempel selber ist es nämlich so, dass die Gemeinschaft der Affen, die Sozietät der Affen, total hinüber ist, weil sie nicht mehr selber ihr Essen besorgen müssen, sondern es von dahergelaufenen Touristen im heiligen Affentempel hinterhergeschmissen bekommen. Das bedeutet, dass diese Affen sich überhaupt nicht mehr darum kümmern müssen, wie sie essen müssen. Da geht es nämlich nur noch um Gewalt, Sexualität und Drogen bei diesen Affen. Und so haben sie sich auch benommen. Kaum standen wir da, machen die Affen so einen Buckel, zeigen ihre Hauer und haben uns unsere ganzen Köder abspenstig gemacht und uns aus dem Tempel verjagt. Wir konnten diese Szene nicht drehen und sind mit leeren Händen in den Bus gekehrt. Sehr warm, sehr angenehm. In Thailand gibt es ja diese speziellen Kampfarten, die sind bei uns gar nicht so verbreitet.
wo man mit diesen speziellen Werkzeugen namens Turbo seinen Gegner zu Hackfleisch sozusagen verarbeitet. Und ich habe jetzt halt hier so dieses Schatten-Turbo fabriziert am Strand. Und ich würde sagen, ist nicht unanstrengend bei Sonnenstich mit 40 Grad das zu machen, aber ist auch schön. Viele Leute am Start, das ist, glaube ich, so das Beste, glaube ich, am ganzen Video, dass viele Leute hier sind, also von Fischmob, Stieber-Twins, Stendemann von 1-2, Smudo, Michi Beck alias Hausmarke, Dennisy, drei junge talentierte Tänzerinnen und Sängerinnen, die eine Höllen-Performance abgeliefert haben und noch abliefern werden. Dennisys, Klamotten aus, in Bikini jetzt! Ich soll länger stehen bleiben. Länger stehen bleiben. Und nächster? Das ist der Schluss des Videos. Alle sind glücklich, wir sind ans Meer angekommen, nach so viel Strapazen. Weiter schwimmen! Nicht aufgeben! Jawohl! Das war unser Video. Wir haben fertig gedreht, oder? Ja. Ja, ich glaube fertig. Auch fertig zu sein. Ich habe fertig. Drehschluss! Jawohl! Drehschluss! Ey, da ist 5 Minuten. Ja, ich habe jetzt leider den Bus verpasst mit den anderen nach Bangkok und muss jetzt irgendwie sehen, wie ich mich alleine durchschlage, weil unser Flieger gleich geht. Deswegen habe ich hier einen Kumpel getroffen aus der Schweiz. Tom aus der Schweiz, den haben wir zufällig getroffen hier. Der fährt mich jetzt mit seiner Maschine nach Bangkok. Ja, okay. See you next year. Nächstes Jahr.